Seitdem der Bart trägt, darf der mit uns hier sitzen. So, Ladies and Gentlemen, Habibis, wir küssen eure Herzen. Danke fürs Einschalten. Servus. Ihr habt euch in den Kommentaren, haben sich die ein oder andere, der ein oder andere gewünscht, dass wir zusammen mal wieder vor die Kamera kommen und auf etwas reacten. Und da sind wir. Genau, deswegen haben wir gedacht, komm, machen wir doch mal so Mann- und Frau-Reaction. Ja. Und das machen wir jetzt auch. Und wir haben uns gedacht, komm, wir reagieren auf was ganz Lustiges. Also, Manuelsen und Barello, Bushido Animus Podcast. Geld verloren. Wer ist Animus und wer ist... Ist so ein Rapper, der mal Stress mit Manuelsen hatte und mit Bushido Songs macht. Wer, also, okay. Lasst euch schmecken, let's go in the window. Folge von Blockcast, heute mit dabei wieder M. Ja, halla, ja, halla. Und wir haben einen Special Guest bei uns. Seitdem der Bart trägt, darf der mit uns hier sitzen. Kein Gering, hat der wächst auch leider. Ja, wallah, der war gut. Ich habe in seiner Story gesehen, der war beim Friseur. Der jetzt freut er sich voll. Jetzt so langsam kommt er. Der Bart Star wächst. Barello hier mit uns im Haus. Salamu alaikum, Barello. Alaikum salam. Was führt dich hier hin? Boah, reden, ne? Reden? Ja. FaceTime okay. Hier, oder was? Und au. Oh, ey, wa. Wir sitzen alle zusammen. Oder du sitzt im Podcast. Okay. Aber sei nie. Ja. Sehr schön, sehr schön. Freut uns, dass du hier bist. Ich hoffe, der Weg war gut. Ja. Hast du gut Iftar gemacht auch? Ja, natürlich. Bist du satt? Ja. Seine Stimme fühlt sich so an, also hört sich so an, als ob er wie sie weiter weg ist, gell? Ja, hast du gut getrunken? Sieht so aus, als wären die auch nicht in einem Raum. Doch. Ja. Also können wir reden, gerne. Cut. Ja. Okay, wir reden. Weißt du? Also wir übernehmen kein Gewehr für das, was ihr hier sagt. Obwohl wir eben gesagt haben, keine Beleidigungen, kein Fitner machen. 100%. Ne? So. Wir sind in Ramadan. Im Ramadan. So, nur damit du Bescheid weißt. Talaver redet, ich sag so. Wir können dich davon nicht abhindern, aber so, es ist Ramadan, deswegen. Ja, Barello. So, du hast gegessen, getrunken, alles ist gut. Jetzt sitzen wir hier mit Manu, du und meine Wenigkeit, ja, ne? Und hast du die letzte Zeit so den Wirbel mitbekommen, was so auf TikTok los ist? Also mit Manu Avi habe ich mitbekommen, mit Coach Fank und so, ja? Oder was meinst du? Ja, diese Sachen. Ja. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Also ich bin ehrlich, was Coach Fank momentan macht und so, ne? Also am Anfang und so dachte ich mir, okay, er macht auch lustig und so, er meint nichts Böses oder so, ne? Er macht das nur, um Manuelsen zu provozieren. Aber dann später irgendwann, ich glaube, der Typ ist wirklich ein bisschen rassistisch so, ja? Also ich weiß nicht, aber... Den sollte man wirklich, also ich bin ehrlich, man sollte den wirklich bannen auf TikTok. Weil ich wurde gebannt wegen zwei, drei Wörter, die ich gesagt habe, ohne dass ich... Ich habe nicht mal nachgedacht, ich habe Sachen gesagt, die ich nicht so gemeint habe und ich wurde für immer gebannt. Dann kommt da ein Coach Frank, der sagt, was er will, nur weil er auch so mit den Leuten ist, ne? Wird dann nicht gebannt. Obwohl, was heißt denn so mit den Leuten? Was heißt, was also ich mitbekommen habe und so, ne? Der ist jetzt auch Live Pro und so, der ist mit den Managers... Von TikTok und so richtig gut. Mit den Leuten aus Berlin und so, ne? Weil da, dort ist dieses Büro und so, ne? Okay. Er ist gut mit den Leuten und der ist selber ein Manager, so hat er mir erklärt und so. Er war früher bei. Das ist halt so seine Masche, ne? Er weiß ganz genau, wo er sich einschleimt. Coach Ranky ist ja auch laut seinen Aussagen privat immer mit Ärzten am Tisch und fragt sie alle aus, wie, was, hm. Und jetzt auf TikTok genau dasselbe Spiel. Weil gut mit mir, aber jetzt. Aber krass, dass Barello solche Sachen sagt, ne? Weil normalerweise sind die gut miteinander und Coach Ranky mag eigentlich Barello. Ja, keine Ahnung, der Typ hat auch zu Schulden und so, ich weiß nicht. Aus welchem okay. Grund wir nicht mal gut sind. Aber jetzt habe ich auch gesehen, was er gegen Manu Abi gesagt hat. Und das ist wirklich ein. Mhm. Also er übertreibt. Ja, Equipment ist krass. Was sagst du dazu, M-Punkt? M-Punkt. Also, was ich dazu sage, wenn sich mehrere in einer Loge oben zusammenschließen von TikTok und die gucken, dass die so viel Wirbel wie möglich ins Volk bringen und in die Szene vor allem, in die Szene, die sowieso so verteufelt ist, ne, von TikTok, Instagrammern, Rappern, Gamern, was nicht alles, das ist ja wie damals bei den Gladiatoren, weißt du, alle gucken zu, wenn sich die Leute beleidigen und dies und das. Und das ist ja für die bares Geld. Das ist ja alles Traffic auf deren Dings. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall schon
rentabel für die Leute ist, ne, die da bei TikTok in den oberen Etagen sitzen. Weißt du? Im Barellos Fall zugeben, die Worte waren unweise gewählt, aber dennoch hat er sich versucht, auf seine Art und Weise für eine gute Sache einzusetzen. Okay? Ja. Für eine faire und gerechte Sache einzusetzen. Und das wurde ihm halt zum Verhängnis, weil er halt schneller geredet hat, als er gedacht hat. Das ist aber kein Problem. Aber in dem Fall von dem anderen Protagonisten, ja, okay, ist es eine absolut willkürliche Sache. Okay? Und gewollte Sache, kalkulierte Sache, gezielte Sache, ne? Und diskriminierende Sache, menschenverachtende Sache, ne? Und ich weiß nicht, warum da in den Chefetagen nicht reagiert wird. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich kann mir das nicht ausmalen, warum das so ist. Aber sie werden schon ihre Gründe haben. Und ich bin nicht hier, um jetzt hier die Revolution anzuführen. Ja, 100%. Dafür bin ich nicht hier. Was wir aber geschafft haben, ne, und das haben wir das erste Mal geschafft, seitdem ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, wir haben geschafft, dass schwarze Leute, ne, und ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, ne, aber damit ich das jetzt eingrenzen kann, damit die Leute es checken, schwarze Leute und POCs, ne, also Ausländer jeglicher Couleur, die nicht schwarz sind, ne, sich zusammengetan haben und zusammen eine stabile Front gegen Rassismus waren, das war sehr revolutionär und da bin ich sehr stolz drauf. Und da gibt es ein paar Namen, die dafür auch verantwortlich sind. Die werde ich später aufführen. Auf jeden Fall war ich das nicht alleine. Das waren ein paar Leute im Internet, die ein bisschen Reichweite haben oder auch viel Reichweite haben. Die haben sich dafür stark gemacht, dass wir da gemeinsam gegen diesen rassistischen Barbaren vorgehen. Okay. Okay. Ja. Und das hat auch geklappt. Außer der Permaban ist ausgeblieben. Aber was willst du machen? Gegen das System bist du machtlos. Was sagst du dazu, Barello? Was Manu gerade... So, was Manu sagt, und so hat er recht, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass das, was ich gesagt habe, viel schlimmer... Also natürlich ist das schlimm, aber viel schlimmer als Rassismus. Also ich bin dir ehrlich, das, was er gerade macht, was Coach Frankie gerade macht, ist übertriebener. Absolut, absolut. 100%. Vom Gefühl, von Emotionen her ist das 100%. Also wenn du da sitzt und das so siehst, von der menschlichen, wenn du Menschlichkeit besitzt, verstehst du, was ich meine? Und du da sitzt, du ein bisschen Imam hast und ein bisschen Herz hast, so ist das für dich verachtender, was er macht. Aber das ist wieder der Punkt, da kommen wir wieder zu dem Punkt, so, die wiegen das anders ab. Verstehst du? Ja. Deswegen. Wie war das bei dir? Du wurdest ja gebannt. Wie war das in der Chefetage? Hast du versucht, wieder zurückzukommen auf TikTok oder haben die gesagt zu dir, nein, es gibt keine Chance? Also ich bin ehrlich, ich habe schon versucht... Erklär uns mal den Hintergrund, wie das so ablaufen kann, weil du bist ja... TikTok gehört dir und Manuel eigentlich. Also stimmt. Ja. Also ich habe schon versucht, wieder reinzukommen, die haben mich immer wieder gesperrt. Dann habe ich wieder versucht, immer wieder gesperrt und so, und dann irgendwann habe ich versucht, mit Anwalt zu klären und so, ne? Okay. Und danach wurde mir gesagt und so, ich muss Geld zahlen und vor Gericht gehen. Und wir können gewinnen und so, ne? Okay. Weil du hast das nicht so gemeint, sondern so. Und stimmt auch, ich habe das nicht so gemeint, man kann das gewinnen. Aber ich dachte mir so, warum sollte ich für TikTok, ne, einfach Geld ausgeben? Weil ich musste, weil die geben dir eigentlich Geld, warum sollst du denn ja, geben? Ja, also ich dachte mir im Endeffekt, also ich will mich nicht hochpushen oder so, ne? Ja. Aber in Deutschland, wenn ich nicht online gehe oder wenn ich nicht live gehe, TikTok ist tot in Deutschland, ja? Und ich dachte mir, wenn ich nicht da bin, die machen genau minus, wie ich gemacht habe. Weil im Endeffekt, ich kann andere Plattformen gehen und so, ne? Und jetzt, TikTok hat eh Probleme und so, ne? Weil die verboten machen wollen oder so. Wegen den Musikrechten von ein paar Künstlern. Die haben die ein paar Einbußen gehabt, glaube ich. In Amerika oder so, habe ich mitbekommen und so. Die wollen das verbieten. Komplett abschaffen, ja. Ja, ja. Und deswegen, also ich denke mir so, dass ich sehe, ein App, wo nicht so lange lebt, also welche irgendwo anders, so zum Beispiel Permaban und so, ne? Hätte ich Dings mit Gericht und so gemacht, alles, ne? Hätte ich Anwalt eingeschaltet, so, so, mach das und das. Aber für TikTok dachte ich mir, lohnt sich nicht, wallah. Weil du hast ja schon alles schon abkassiert und schon alles schon maßlos auseinandergenommen. Ich hab mein Geld gemacht, mein Name habe ich schon gemacht. Jetzt egal, welche Plattform ich gehe, ich habe schon meinen Namen, also ich brauche das nicht mehr. Und wäre ich auf TikTok weitergeblieben oder sagen wir mal, ich hätte gewonnen und so. Was hätte ich gemacht?
immer noch gleiche Ansagen und so. Stellt dir vor, morgen übermorgen, einer tötet sich wegen mir oder so. Weil es ist schon so weit gegangen. Ja. So, Anna verabschiedet sich von uns. Ich bin nur am Gehen. Ja, sie ist müde. Also, wir sehen uns gleich. Da bist du ja selber dafür verantwortlich gewesen. Ja, und deswegen, guck mal. Im Leben, also bist du zur Besinnung gekommen, dass das irgendwann zu viel war und du hast gesagt, ey, stopp bis hierhin und geht nicht weiter. Ja, und im Leben, egal was passiert und so, ne? Also für mich natürlich, ich kann jetzt nicht sagen, Gott sei Dank ist das passiert. Für mich ist das natürlich schlimm gewesen. Ja. Auch wegen Pfarrer und so, ne? Wegen Geld. Aber du musst so überlegen, Gott hat immer einen besseren Plan. Das 100%. Deswegen, das hast du sehr schön gesagt. Was für uns schlecht ist und so, ne? Vielleicht ist das gut, aber wir checken das nicht. Wir denken so, boah, das ist schlecht für uns. Das hat er sehr schön gesagt. Ich muss auch an der Stelle sagen, Respekt, Props an Barello, dass er sich nicht, also dass er nicht gescheitert ist, nur weil TikTok weg ist. Er macht weiter. Er geht auf Twitch live, ist jeden Abend live. Er macht YouTube-Videos. Also er versucht irgendwas zu machen. Und die Leute haben immer gesagt, boah, wenn TikTok weg ist, ist er weg. Natürlich ist es nicht wie auf TikTok. Aber ich finde immer noch, TikTok ist halt so sein Dings. Das ist genauso wie wenn ich kein Tinder mehr mache. Ja, ich habe jetzt 8-9 Monate oder so keinen Tinder gemacht. Und jetzt komme ich mit 2 Tinder-Videos zurück. Und es macht Boom, weißt du? Ich finde, TikTok gehört so zu Barello. Ich finde es schade, dass die ihn so bannen. Ja, warum wurde ich gesperrt, denke ich mir so. Aber Allah hat einen besseren Plan für mich und... Inshallah. Ja. Inshallah, ja. Aber was die Frage war von mir, ich glaube, du hast sie ein bisschen falsch verstanden. Hast du nicht mit dem Manager geredet? Hast du nicht mit ihm geredet? Haben die nicht zu dir gesagt, ja, wir gucken, dass wir dich wieder zurückholen und machen und tun, dass wir das irgendwie unter den Teppich kehren können, damit du wieder stattfindest auf TikTok? Also ich habe versucht, ne, mit ein paar Leuten zu reden und so. Die haben mich einfach weitergeleitet und so. Naja, geh zu denen. Nee, der hat mehr zu sagen, dann trifft dich mit denen. Mach mit denen. Irgendwann dachte ich mir, ach, kein Bock und so, ne? Weil ich bin nicht einer, der sagt, ja okay, aber wie, aber was? Ich gehe einfach an irgendeinen Typen, den ich kenne und so, rede du mit dem. Aber selber habe ich keinen Bock und so zu telefonieren. Hey, bitte versuch, weißt du? Okay. Ich habe einfach so gelassen und. Meinst du, der wird noch lange stattfinden oder wird der auch irgendwann komplett gebannt von TikTok? Also der Frankie, meinst du? Ja. Also Coach Frankie und so, bin ich ehrlich, der wird nicht gebannt. Meinst du? Nein. Glaube ich auch nicht. Also? Meine Meinung, ne? Also es gibt Leute, die werden sagen, es gibt Leute, die werden jetzt sagen, weil er gebannt wurde, er will alle bannen. Aber Typen wie Coach Frankie, da müssen nur Leute bleiben, die... werbefreundlich sind und nicht irgendwelche Leute... Genau, und deswegen sitzt du ja heute hier, um den Menschen bei diesem Podcast mit Manuel und mit dir hier, weil du für eine Sache weggebannt worden bist von TikTok und du... Überlegen und deswegen sitzen wir gerade hier und diskutieren darüber und wiegen das ab für die Menschen, die uns gerade hier zuhören bei dieser Folge. Was ist gerechtfertiger vom Menschlichen her jetzt? Dein Bann oder warum findet der immer noch statt? Ja, deswegen sage ich, überleg jetzt, ich hätte das gemacht, was Coach Frank gemacht. Gut, der wäre weg. Ja, 100%. Ich sage das von 30.000 Leuten, was Coach Frank gesagt. Ich sage das die ganze Zeit. Die Leute hätten gesagt, boah, der ist rassistisch, direkt bannen. Ich wäre weg. Also die Leute hätten es gefeiert. Die Leute auf TikTok sind so. Die Leute auf TikTok sind so. Im Chat meine ich, ja. Also ich sage auch mal so, es hat auch was mit der Reichweite zu tun. Und die Reichweite, was Barello hatte, war schon was ganz anderes, ne? Was guckt denn so ein Coach Ranky zu? 1000? Lass mal 1200 sein. Und allerhöchstens der Stress mit Manu waren es 2.000 bis 3.000. Bei einem Barello waren es 20.000, 30.000 Zuschauer live. Ja, da ist die Reichweite halt ein bisschen anders. So, dass es in den Fernseher kam, Digga. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, was du gerade gesagt hast. Er hat halt nicht so eine Präsenz wie Barello, ne? Siehst du, die Leute hätten es gefeiert. Die feiern es auch jetzt. Die feiern es jetzt noch. Ne? Und bei dir, ich glaube, wenn du das gemacht hättest, die hätten dich, ich glaube, der Wirbel, und wenn du das gemacht hättest, möge Allah, dass du das niemals machen würdest, weil kein Mensch auf dieser Welt, dass der Unterschiede macht und rassistisch ist, weißt du? Aber der Unterschied ist so, was der Manuel diesen Punkt gesagt hat, mit, hättest du das gemacht, du wärst dafür jetzt auch gefeiert. Und du hättest, glaube ich,
einen größeren Wirbel und einen größeren Hype damit regeneriert auf TikTok als er. Verstehst du? Und er hat schon Wirbel gemacht. Und Manuel ist ja jetzt nicht... Also denkst du nicht, ich werde nächsten Tag gebannt? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, bei dieser Sache wärst du nicht gebannt. Weil, guck mal, der findet ja immer noch statt. Und du darfst einen Punkt nicht vergessen, Barello. Und Manuel sitzt hier, der ist ja seit 20 Jahren hier in Legacy, in diese Szene. Der ist ja Künstler, gestandener Künstler seit 20 Jahren. Und der hat ja... Wurde da gerade gefurzt? Habt ihr das auch gehört? Anhänger. Ist ja Künstler, gestandener Künstler seit 20 Jahren. Ey Bruder, da wird einfach gefurzt. Habt ihr das gehört? Sie in diese Szene. Ist ja Künstler, gestandener Künstler seit 20 Jahren. Und der hat ja Anhänger. Ja. Und unseren Anhänger sind ja. Ey, da wird einfach gefurzt. Nur jetzt nur der TikTok-Hype, was du jetzt hast. Ich will dich jetzt nicht kleinreden, verstehst du? Aber wenn der irgendwo auftritt, dann kommen auch halt ein paar hunderte von Leute und da findet der statt. Verstehst du? Mit seiner Reichweite so ein Wirbel gemacht, der Manuel, dass dieser Mensch falsch ist und der immer noch stattfindet, glaub mir, Janne, der ist ja nicht mal in deiner Größe, was du damals in Hip-Hop, in TikTok-Hype hattest, den Hype, was du hattest, ist der nicht mal 10% das, was du warst, hier zur Zeit. Ja. Und er wird trotzdem nicht gebannt. Er wird trotzdem nicht gebannt, ganz genau. Weil das ein kleiner Fisch ist. Also nicht falsch verstehen. Damit meine ich, die haben kein Auge da drauf. Ich kann euch das als Erfahrung von den YouTube-Videos aussagen. Wenn ich krasse Videos gepostet habe, die wirklich krass waren, asozial, ja, und 50, 100.000 Klicks, ist nie was passiert. Aber wenn ich Videos hatte, die richtig assi waren, so mit 700.000, 800.000 Klicks, die wurden dann gestrikt, weil die Reichweite immer größer wurde. Verstehst du? Das will ich damit sagen. Oder sage ich was Falsches? Also, und wo ich glaube, wir haben den groß gemacht, Bruder. Der ist, eigentlich ist er irgendein Vogel, Bruder. Ja, aber wo liegt so. Der Fehler? An TikTok? Oder, weil du kannst nicht sagen, am Ende was kann Deutschland dafür? Am Ende des Tages? Nein, TikTok Deutschland. TikTok Deutschland. TikTok Deutschland, ja, das ja. Aber nicht Deutschland, TikTok Deutschland. TikTok Deutschland schon. Die können was dafür. Wenn die mich bannen können, dann bannen den auch. Der Meinung bin ich allerdings auch. Ich hab das auch offen gesagt. So, wenn die Barello gebannt haben für eine Sache, wo er sich ein bisschen falsch ausgedrückt hat, aber die eigentlich... In Rage geredet hat. Wo er sich ein bisschen in Rage geredet hat, aber eigentlich moralisch richtig ist, ja. Ne? Dann können die den anderen nicht lassen, der jeden Tag ins Internet geht, ne, und gezielt falsche und menschenverachtende Sachen sagt. Ich finde das nicht fair. Das ist nicht fair. Und das Schlimmste dran ist, der wird nicht mal eine Woche gesperrt. Gar nicht. Ich sperre den einen Tag. Einen Tag? Gar nicht. So damit man so sagen kann, ja, aber wir haben doch gemacht. Da passiert gar nichts. Ja, du bist ja von diesem Fach, von dieser App kommst. Du hast ja diesen ganzen Status, alles hast du ja über diese App dir aufgebaut und alles. Und du kannst es ja am besten wissen und du kannst ja am besten darüber urteilen. Weil ich glaube, du wurdest auch ein paar Mal gesperrt, ne? Wurdest du schon des Öfteren, ja, weil du auch irgendwelche Sachen nochmal gemacht hast und hier mal was Falsches gemacht hast. Also ich wurde, mein Hauptaccount und ein anderer Account wurde davor gesperrt, bevor das passiert ist. Aber danach wurde ich perma gebannt. Also perma gebannt, ja, ja. Komplett. Dann konnte ich nie wieder Accounts erstellen oder so. Also ich kann Accounts erstellen, aber die werden gesperrt. Aber bei Coach Frankie und so. Aber nur wenn dein Gesicht online geht, dann sperren die dich? Ja. Also wenn ich live gehe, nach ein, zwei Wochen. Sperren die den Account? Ja, genau. Aber ich glaube Face ID oder so, keine Ahnung. Geh mit Maske. Aber ohne mein Gesicht. Oder mit so keiner. Ja, aber die Leute wissen doch am Ende des Tages, wer du bist. Ja, aber ist nicht das Gleiche. Meinst du? Nein, ist nicht das Gleiche. Okay. Ist das Gleiche, wenn ich sage, ich gehe auf TikTok live, ich rede schlecht über Manu oder ich rede schlecht über Bilal. Wenn man über Manu redet, die Zuschauer gehen hoch, es ist wie es ist. Okay, guck mal, Barello, ich frage dich eine Frage, ne, und das ist jetzt so, das ist keine Spaßebene, Manuel sitzt hier und du hattest auch Differenzen mit Manu, der ist ja keine Lüge, der ist ja im Internet vergisst du ja nie, so, okay? Eine Frage habe ich, du hast ja sehr, sehr viele Sachen in TikTok gemacht, wirklich, du hast maßlos übertrieben. Ja, da brauchen wir jetzt nicht gut reden oder sonst irgendwas. Du hast Fitner neu erschaffen, nochmal neu gemacht, nochmal neu gedreht und gemacht und getan.
das, was ist das, hast du jemals den toppen können mit das, was der die letzten zwei, drei Tage gemacht hat? Rede ehrlich. Was Coach Frenkie gesagt hat? Ja. Guck mal, also du hast ja vieles gemacht. Du hast auch am Ende des Tages bereust du viele Sachen, glaube ich, auch. Ne? Guck mal, ich habe vieles gemacht, ne? Ich habe vieles übertrieben und so, ne? Aber diese rassistische Sache und so, das ist eine Sache so. Ich könnte sowas nicht machen, weil in meinen Augen wir Menschen sind alle gleich und so. Das könnte ich nicht machen. Egal was du Sachen. Ich habe viele Sachen auch gefaked, dies und das, was man auch nicht macht. Ja, diese Krebskrankheiten, Abschiebung und alles. Und alles, ja. Natürlich habe ich das auch bereut und so, ne? Weil macht man nicht. Aber hast du dich damit schon mal dafür an die Leute entschuldigt, dass du das machst? Ja, habe ich, aber mehr als entschuldigen kann man nicht machen. Man kann das nicht rückgängig machen. Mach doch weißt du, was ich mich frage? Ja. Wird Coach Frenkie sich entschuldigen? Oder hält er das für richtig? Das ist auch eine Frage. Ja, er hält das für richtig, weil er hat heute gesagt, dass er gerne mit mir telefonieren will und mir das gerne nochmal sagen würde. Aber telefonieren, ja, von Weitem. Er will mit Manuel telefonieren, er sagt ja, das war ja KI. Er sagt ja, es war KI gewesen, der Manuel hat das so bearbeitet im Studio. Dann sagt er, na, wisst ihr was? Wer glaubt, dass das KI ist? Ohne Worte. So, das war noch besser. Ruf den an, ich sag denen das nochmal. Ja, was denn jetzt? War es KI oder was? Oder? KI ist diese Roboter, die ja, genau. Ja. Also, wie er dort das angesprochen hat und so, ne? Denke ich nicht, dass KI war. Nein, was für KI, Bruder? Warum? Der ist maximal in eine Falle gegangen bei uns. Maximal in eine Falle. Der hat das N-Wort gesagt, ne? Ja. Also er sagt, er hat ja heute mit der, wo der live war, hat er ja nochmal gesagt, ich will mit ihm telefonieren und ich will das nochmal persönlich sagen. Aber sagt, er ist kein Rassist. Er hat das nie gesagt. Aber warum willst du dann nochmal persönlich anrufen und dann nochmal das N-Wort sagen? Ja, ne. Irgendwas passt da übereinander nicht ein. Ja, ein Zug sagt er, es tut mir leid, Afrika, dies, das, hin und her. Ich liebe euch, ein Herzchen, hier, dies, das. Und im anderen Atemzug sagt er wird das nochmal machen. Also, wenn wir jetzt gucken würden, also das stimmt. Also das ist kein KI oder sonst irgendetwas. Das ist original. So wie er das heute wieder bestätigt hat. Aber weißt du, was ich mich frage? Ja. Ich bin der Typ auch besessen. Von Jins oder so. Wanda. Oder? Guck mal, ich habe seine ganze Historie erzählt bekommen. Seine ganze Historie. Und ich bin besser als er. Ich könnte mich jetzt hinsetzen und die schlimmsten Sachen über den erzählen, die wahr sind, ne, von seiner Historie. Mit Fakten, das ist Fakt, was ich meine. Aber ich will das nicht machen, weil erstens sind das familiäre Angelegenheiten und zweitens sind das keine schönen Angelegenheiten. Und ich will dafür nicht bekannt sein, dass ich sowas in die Öffentlichkeit posaune, weil das auch irgendwo, Leute betreffen würde, die nichts für sein Verhalten können. Weißt du, ich meine? Deswegen, ich enthalte mich dieser Sache. Ich mache ihn lediglich dafür verantwortlich, was er im Internet sagt. Was ich meine, was alles da bei ihm abgegangen ist, das ist sehr erschütternd und sehr ekelhaft. Und ich will einfach, dass er sich dessen bewusst ist. Okay, dass er sich dessen bewusst ist, dass er sehr viele Menschen beleidigt und gekränkt hat und es immer noch tut. Und ich bin davon auch sehr überzeugt, dass er angeschoben wird. Und ich habe in einem vorigen Statement auch gesagt, dass ich ihn auf keinen Fall den Gefallen tun werde, ne? Ihm die Vorlage zu liefern, dass er zur nächsten Polizeistation rennen kann und die Anzeige persönlich gegen mich schreiben kann. Weißt du, ich meine? So, deswegen. Und auch einen Punkt nochmal, dich nochmal zu korrigieren auch. Und du hast von jeglicher Gewalt an die Leute ausgesprochen, dass. Das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, wenn ihr den seht, oh, guck mal, es gab sehr viele Schwarze. Wen hat alles beleidigt? Schwarze, Kurden und da war noch was. Schwarze, Kurden und Schiiten. So, aber all diese drei genannten Fraktionen so sind Verfolger von Manuel, weißt du, sind Verfolger von mir. Und ich habe an alle die appelliert, weil ich weiß ganz genau, wie es ist. Ich kenne die Schabab draußen. Manche, die haben heißes Blut. Und wenn die so hässliche Sachen sehen, ne, dann vielleicht ziehen die den in der Wirklichkeit, wenn irgendwo am Trainieren ist, zur Rechenschaft. Mhm. Und dann bin ich es gewesen. Deswegen habe ich ganz deutlich gesagt, und mach das hier auch nochmal. Schabab, bitte bleibt ruhig. Okay? Seht von jeglicher Gewalt ab, wenn ihr ihn seht. Der Typ arbeitet mit der Polizei. Der ist angeschoben. Okay? Und er wird euch sofort eine Lampe bauen. Ihr werdet euch sofort eine Lampe bauen. Greift Coach Frenkie nicht an, wenn ihr ihn irgendwo seht, weil er ist ein Anscheißer, der geht zur Polizei. Wie uns auch ein älterer Bruder von uns auch bestätigt hat, der das alles schon mitgemacht hat. So, der Typ arbeitet mit der Polizei. Deswegen habe ich auch gesagt, ich versuche ihn politisch das Handwerk zu legen. Okay? Das ist auch neu für mich. Kann ich reden? Natürlich kannst du reden. Also ich bin nicht der Frank steht jetzt, aber an was machst du das fest, dass er mit Polizei arbeitet? Das ist irgendwie... Ja, an der Aussage von unserem älteren Bruder da aus Berlin. Der hat das alles schon hinter sich. So.
Er hat alles schon hinter sich. Nicht viel preisgeben. So. Diese Gespräche waren ja, gerade eben haben wir die Gespräche geführt, bevor wir die Folge angefangen haben. Es gibt auch private Gespräche, wo er gesagt hat, wollt ihr, dass ihr, ich will mal gerne sehen, wer bereit von denen ist, wegen mir lebenslänglich in den Knast zu gehen, wenn man mir was antut, so nach dem Motto. Weißt du, ich meine? Davon gibt es Gespräche. Es gibt Gespräche davon. Krass. Deswegen, er kann sich davon nicht befreien. Das ist einfach Fakt. Okay, das ist einfach Fakt. Also, wie wird jetzt das mit ihnen? Wir überlassen ihn einfach Gott. Was Gott für ihn geschrieben hat, passiert ihm. Was er nicht geschrieben hat, passiert ihm nicht. Also an deiner Stellung so, ne? Also du kannst nicht viel machen, so, ne? Also ist besser, dass du durchbleibst, aber ich würde ihn trotzdem herausfordern, so. Herausfordern für was? Mit was? Dass er noch mehr... Aber warte, nein, du vergisst eine Sache. Warum willst du jemandem eine Plattform geben und mit ihm in einen Ring rein? Wir geben ihm jetzt schon zu viel Plattform. Das ist zu viel. Ja, aber diese Plattform hat er schon bekommen, weißt du? Und wenn du also ich, guck mal, wenn du mich jetzt fragen würdest, hier als neutrale Person ja. zwischen euch beide, ne? Würde ich Manuel davon maximal, Manuel und dich davon abhalten, wenn du auch, weil du bist jetzt hier, du bist ja kein Fremder mehr. Wir reden hier, du bist einer von uns. Verstehst du, was ich meine? Du bist immer herzlich willkommen. Dir davon abraten und Manuel davon abraten. Auf keinen Fall, Bruder. Du bist 10-mal größer als der. 10-mal, guck mal, obwohl du nicht mehr auf TikTok stattfindest, bist du immer noch größer als er. Ich bin mir sehr sicher, der hat dich angeguckt und hat gesagt, boah, so mache ich auch. Nur anders, nur ein bisschen mit Fitness. So. Und diese Plattform darfst du in so einen Menschen niemals geben. Niemals. So nachdem ich gebannt wurde und so, ne, er hat mit mir eigentlich schon mal telefoniert und hat gesagt, egal welche Plattform du gehst, du wirst das schaffen, du bist ein guter, dies und das. Und jetzt auf einmal sehe ich, wie er redet und so, über Manu und so, oder dass er beleidigt, diese rassistische Sachen, der Typ komplett anders. Deswegen entweder hat er Psychosen oder der ist besessen. Weil nein, angeschoben ist er. Angeschoben ist er. Weil du musst, guck mal, wir wollen jetzt keine Namen in den Raum werfen. Er ist angeschoben. Er ist, hauptsächlich läuft er nur raus. Ich komme sofort. Läuft er nur raus gegen Leute, wie zum Beispiel Manuel. Mhm. Und Abu Ahmed, die Familie von ihm ja. in Berlin. Ja. Verstehst du? In jedem Contest zieht er, aus seinem Content heraus ziehst du ja nur Manuel und die andere Familie. Manuel und die andere Familie. Manuel und die andere Familie. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, weil du, wenn du den mal verfolgen würdest und jeden Abschnitt auf TikTok, auf For You siehst und deswegen sagen wir, er kann nur angeschoben sein. Aber vor kurzem und so, ne? Also, was heißt vor kurzem? Vor ein, zwei Monaten oder so? Ja. War du gut mit Manu? Hast du Manu gesagt, mein Krieger, mein Löwe, mein dies, mein das? Oder erinnerst du dich nicht? Doch, ich erinnere, natürlich erinnere ich mich. Auf einmal jetzt? Ja, weil die gewissen Leute nicht mehr auf TikTok stattfinden. Okay? Mhm. Gewisse Leute nicht mehr auf TikTok stattfinden, wie du. Ne? Und die anderen Leute, mit denen du immer zusammen warst, ich bin ein Mensch, ich nenne keine Namen. Und ja, weil, ich, aber Matthias, das so, weil ich mag sie, die mögen mich, wir haben Respekt zueinander ja. und da sind ja. Ältere und wir sind solche Menschen. Manuel genauso, auch die Leute, die denken immer, da ist die böses Blut oder sonst irgendwas von Manuels Seite, gibt es gar kein böses Blut gegen Arafat, Arafat hat kein böses Blut gegen Manuel oder sonst irgendwas. Mhm. Man muss nicht den Leuten zeigen, dass man befreundet ist und Sympathie füreinander hat auf Internet. Man kann das auch im privaten Leben halten. Verstehst du, was ich meine? Weil Internet ist nicht alles. So, und deswegen, weil er mit seinem Bruder nicht mehr stattfindet mit dir, sucht jetzt, weil Manuel jetzt die letzte Zeit ein bisschen mehr auf TikTok aktiv war, ja. weil Musik kommt und das kommt und hier kommt ja, und alles, ne? Kommt, ja. Und sieht, das ist der Punkt, den ich am nächsten haben möchte, weil er halt, er tut dir auf die gleiche Ebene wie mit dir, mit Arafat und Yasser und sagt, durch ihn greife ich mir noch größere Plattformen. Ja, ja, ja. Verstehst du, was ich meine? So, und deswegen kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, kipp so eine Bühne draus fordern mit den Boxen, wo keine Gewalt und nicht strafbar bist, das darfst du niemals machen. Niemals machen. Du musst selber wissen, du bist ja auch zu dem Punkt schon gekommen, dass du sitzt und sagst, boah, soll ich ihm diese Möglichkeit geben oder soll ich ihm nicht diese Möglichkeit geben? Mhm, stimmt. Stimmt auch, aber bei Iman und Coach Frenkie war eine Sache heute auf morgen, weil gestern waren die noch mein Krieger, mein Löwe, mein dies, mein das und dann nach nächsten Tag direkt so. Aber was ich denke, ich weiß nicht, ne? Also ich kann nicht hell sehen, aber ich denke noch, Coach Frenkie schießt gegen Arafat, Yasser, also gegen Abu Chakas und gegen Manuel. Und ich habe das Gefühl jetzt, er ist gut mit Bushido und die werden sich noch treffen und die werden noch größer, diese Sachen. Kann. Boah, da hast du jetzt. Kann 100% über sein. Hast du tief reingegangen? Also tief reingegangen? Ja, redet also, immer gut. Ja, weil du hast da jetzt gerade eine Sache. Das angetan. Was macht dann Bushido? Schreibt genau diese Person an und sagt, danke, dass du auf meiner Seite stand. Von welcher Haarspitze von deinem Bart hast du gerade geredet? Von dieser ganzen Breitbart. Also es ist so, wenn ich gegen Arafat schieße und so, ne? Dann meldet sich Bushido und sagt, ja, also, weil dann hat er dich für sich selber gewonnen. Ja. Und genau so ist mein Coach Frankie und so, ne? Also ich denke, die haben sich. Allah, manchmal sagt er wirklich sehr, sehr raffinierte, intelligente Sachen, ne, der Barello. Jetzt zusammengetan und was sind die Feinde von Bushido? Du und auf den Chakras. Also denke ich. Ja, Bushido ist nicht mein Feind. Der ist nicht mein Feind. Der ist nicht dein Feind, natürlich. Der ist nicht mein Feind. Aber. Doch, aber nicht Bushido. Ja, aber nicht Bushido. Streitereien. Das ist doch schon lange gegessen. Bei der letzten Podcast-Folge hat der Manuel alle zu Iftar eingeladen. Aber von Animus.
ABK, alle Leute hat eingeladen, die vielleicht irgendwas, irgendwelche also, Probleme... Ich denke, ABK würde noch Hehl machen und so, ne? Aber die anderen nicht. Welche anderen? Ich hab gesagt, ist Ramadan. Wenn er Frieden machen will, soll er kommen. Ich weiß, er wird nicht kommen. Ich weiß, weil er will Bushido natürlich gefallen. Aber trotzdem, soll mir am Ende keiner sagen, Manuel ist aus auf Streit. Aber eine Sache, Respekt, diese dreimal Patsch. Du, das hast du gut gemacht, bei Allah. Bei Allah Respekt an der Stelle, bei Allah. Das hast du gut gemacht. Anders verdient er nicht. Okay, du hast volles... Es ist Ramadan und so, ja, aber da hat er gut gemacht. Aber du hast echt einen ganz schweren Herzen gegen diese Person. Warum? Ja, weil ich bin dir ehrlich... Warte, jetzt nicht von dem Thema abzuschweifen. Ne, nicht jetzt von dem Thema jetzt wegzulenken. Ganz ehrlich, das war falsch. Ganz ehrlich, das war falsch. Was? Den zu hauen war falsch. Warte, den zu hauen war falsch. Weißt du warum? Weil dadurch hat er mehr gewonnen, als er hätte verlieren können. Was hat er gewonnen? Ja, der ist auch eingeschlafen auf der Couch, ist wach geworden bei Major. Dann ging auf einmal los, Bushido, dies, das, Videos, Ronin, Gold, mal Gold, mal Gold. Immer noch nicht fame. Gib dir das mal. Stell dir einfach mal nach, mit dir streitet man steht mit Bushido, man streitet sich mit denen und man ist immer noch nicht fame. Gib dir das mal. Das muss man auch sagen, ne? Weil, guck mal, ich gehe ein Jahr bin ich mit Arafat live gegangen und dann habt ihr gesehen, wie explodiert ist. Die ganze Fame. Aber bei denen, er chillt mit Bushido, er chillt mit denen. Wenn ich jetzt poste, ne? Ich gehe mit Bushido live. Nächsten Tag weiß ich schon, da sind 60.000 Zuschauer drin. Der Typ geht mit Bushido ganze Zeit und wird nichts bei ihm, Allah. Der Typ ist nicht gewohnt, Fame zu werden. Und wird auch nicht. Du hast ihn gehauen. Nächsten Tag, guck mal, hättest du mich gehauen, ne? Hättest du mich gehauen. Und ich gehe nächsten Tag live, weißt du, wie die Zuschauer explodieren, bei ihm passiert nichts. Der Typ ist nicht Fame. Aber du hast gut gemacht. Was hast du gut gemacht? Also, ist komplett von dem Thema abgeschweift. Guck mal, das soll kein Palaver geben. Nein, hundertprozentig. Ich denke, Coach hat sich mit dem zusammengetan. Und Wallah, könntest du schwören, dass die miteinander nicht geschrieben haben? Nein, kann ich nicht. Kannst nicht. Kann ich nicht. Weil heutzutage ist alles möglich. Heutzutage ist alles möglich. Und deswegen, du Barello, guck mal, ich sag dir auch hier, voller Ding, Bruder, du musst auch langsam finden, wo dein Weg ist. Ja klar, auf einmal ist Coach live und packt irgendwelche Informationen gegen Manuelsen aus. Woher kommt das denn? Wie viele Ratten, ne? Einspurig fahren. Weil du bist nicht mehr Barello, der vor TikTok war. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe auch Vollbart jetzt. Das auch natürlich auch, ja, das darf man auch nicht vergessen, aber du musst auch eine gleisig fahren. Weißt du, was ich finde? Entschuldigung, ich bin... Kein Problem, nein. Weißt du, was ich finde? Du kannst... Guck mal, du sitzt, glaube ich, das erste Mal sitzt du vernünftig und redest vernünftig. Du machst deine Witze so, aber du redest vernünftig. Ich glaube, wenn du das ein bisschen beibehältst, ne, das ist viel, viel, viel sympathischer als das andere. Guck mal, Fitner und du hast alles gemacht. Fitner, wir haben von dir gelernt, Wanda. Ja. Korrekt. So, ich glaube jetzt, du könntest online auf irgendwelchen Formaten irgendwas Cooles machen, was richtig Cooles machen, womit du auch Geld verdienst, vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür cool. Weißt du, wie ich meine? Yeah. Und jetzt, wo du auch Vollbart hast, kannst du ein bisschen Dings. Du kannst ein bisschen. Die Leute haben mehr Ansehen zu dir nach oben. Ja, aber ja, ne, so. Mehr Präsenz. So, ne? So. Ja, so. Ich glaube schon. Du bist ein gut aussehender Junge, no homo jetzt, ne? Ja. Du hast jetzt Bart, gut, du bist groß. Ja, ne, die Leute, die, wo du die geprägt hast auf TikTok, die kommen raus und sagen so, ey, guck mal, wie der war und wie schön er schön eine Bahn gefunden hat und darauf galoppiert und ganz normal, schön Effendi. Er hat sich von davon abgesetzt, er ist jetzt da oben, schön auf. Finde ich schon, könntest du machen, also du findest ja überall statt, also du findest jetzt nicht nur jetzt bei uns statt, aber für dich, was der Manu damit sagen will, also draußen im Leben findest du, wenn du solche Formate machst. Egal was er gemacht hat, die Leute laden ihn ein. Hier, Manuelsen war ein sehr großes Thema, die hatten so einen Beef miteinander, er lädt ihn ein. Und egal wo Barello hin möchte, er wird da hingehen, er wird eingeladen und kann auch die Leute einladen. Also ihm stehen eigentlich die Türen offen. Und irgendwo Spaß daran hast und dass du fahren würdest, ich glaube, du wirst maximales Ding fahren. Mhm. Verstehst du? Und du hast ja wirklich gute Brüder neben dir, wie Arafat, Abu Ahmed. Mhm. Ne? Und die Leute, mit denen du dich immer noch bis jetzt gut verstehst, du kennst jetzt auch Manuel, du bist nicht das erste Mal hier hingekommen, du kennst jetzt auch Manuel, Bilal ist mit dir, du kennst Younes. Also ihr seid eigentlich alles gute Leute, die schon geprägt sind im Internet. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Könntest du eine Show machen, irgendwas? Und dahin musst du kommen, wenn du eine Show machen würdest und das alles machen würdest. Ich glaube, du wirst einen maximalen schönen... Also ich selber habe schon mit Twitch, mit YouTube angefangen. Das haben wir, das sehe ich. Aber, und läuft das gut? Ja, haben wir da, ne? Haben wir da, gut. Ja, man kann davon leben, also. Das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig, also. Darf ich eine Frage stellen? Wie viel hast du verloren? Ja, stimmt. Wie viel Geld hast du verloren in TikTok? Was heißt verloren? Also durch TikTok, also jetzt, seit du TikTok nicht mehr benutzt, ist das mies,
Also hast du das mies, echt mies gemerkt? Also ich sage mal so, lieber verlierst du an Geld und gewinnst an Gesicht, als verlierst du Gesicht und machst Geld. Walla. Es ist so. Soll ich dann noch weiter Geld machen und mein Gesicht verlieren? Ich hab grad in die Toilette getan. Was keiner gemacht hat. Schaka. Ey, also das hast du ja, okay, das hast du ja. Ich hab kein Vollbart und so. Okay, jetzt ist anders. Ja, jetzt ist anders. Jetzt ist anders. Sowas gibt es bei mir nicht. Aber diese, ja, stimmt, das hast du ja selber immer zugegeben. Ich hab Kopf in die Toilette reingetan und Flaschen und dies, das, hinter das war ja. Ich hab Deckel abgeleckt. Stopp. Ja, nein, nicht Stopp, Hascha. Das war nicht dich, der Alte. Ja, der Alte. Ja. Auch am Herzen liegen würde, auch dir sagen würde, ne, ich glaube, du musst mal ein Video machen, ne? Er hat mir gesagt, er würde für Fame alles tun. Das hat mir Barello gesagt. Dich wirklich an vielen Menschen, das zeigt an von dir aus Größe. Das kann ich dir nur zu Herzen legen, ne? Dass du dich an ein paar gewisse Leute entschuldigst, denen du damals, deines Erachtens, ich muss dir jetzt nicht sagen, wen oder was du da gemacht hast, was für dich richtig und was falsch ist, dass du mal rausgehst und dich bei denen persönlich entschuldigst und sagst, ey, ich bin auch bereit dafür, nicht nur über Internet sich bei dir zu entschuldigen, dass ich auch persönlich mal zu dir komme und mir meine Hand dir reiche. Schmeiß mal Bolschanz an die Krebshilfe. Taui. Aber ja, das stimmt. Aber egal, was man macht im Internet, macht man das in der Öffentlichkeit. Ah, du machst das, damit du den Hate wegkriegst. Egal, was du machst, du liegst immer falsch im Internet. Das ist recht. Egal, was du machst. Woher will man wissen, dass ich nicht... Schmeiß Sacken! Aber wenn ich jetzt sage, ich hab schon gemacht, dann heißt es trotzdem, ich hab gesagt. Verstehst du, was ich meine? Nein, sag nicht! Ja. Du musst das ja nicht sagen. Guck mal, schmeiß... 100%, was Barello da sagt. Du kannst in der Öffentlichkeit das den Leuten nie zurecht machen. Nie. Wenn ich so ein Video sehe, was international ist, und da ist eine Sache, ich sag euch so, die Amis kommentieren ganz anders und die Deutschen kommentieren auch ganz anders. Bei den Deutschen gibt's Hate, bei den Amis ist es so, ja, die reden, die feiern. Aber die deutschen Kommentare, also aus Deutschland die Leute, sind nur am Haten. Ist so. Und lass den Rest bei Allah. Ja, 100%. So, sag nicht. Ja. Du musst von diesem Clip, die meisten Clip, die zuschauen, mal, musst du sowieso nichts beweisen. Ich muss nichts beweisen, also den Leuten, Sonderschüler, die auch bei Coach Frankie chillen, die einfach irgendwas schreiben und so, weil das sind diese Sonderschüler. Wenn ein Sonderschüler von denen schreibt, ey, du hast das und das gemacht, denkst du, das ist nicht, was er sagt? Ja, das meine ich. Ich muss selber schlechte Gewissen haben und es ist eine Sache zwischen mir und Gott dann, weißt du? Nicht zwischen den Leuten da, was die da schreiben, also die jungen mich nicht. Ja, und diese Abschiebehaft und diese, du hast ja da viel maßlos und du hast auch Leute zu viel. Ja, alles, da muss ich jetzt nicht für alles, ein bisschen ist auch Entertainment. Was ich damit sagen will, du bist ein Mann, du bist hier hingekommen, nicht das erste Mal jetzt, du bist zu Manu gekommen, hast dem die Hand gereicht und gesagt, ey, guck mal, da waren irgendwas viel von mir und ich leg das bei und es ist hiermit zu und der Manu war ja nicht der Mensch, der dir die Hand auch zurückgereicht hat. Das will ich dir auch so mitgeben, dass du auch zu ein paar gewissen Leute gehst, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute du Unrecht getan hast, wo du sagst, ey... Ich hab viele Unrecht angetan, viele. Ja, und dann, ich leg dir das nur so zu, also, das würde von dir von Größe zeigen, wenn du diese Leute halt sagst, ey, guck mal, tut mir damals leid, was ich gemacht habe, dies, das. Das musst du noch nicht mal öffentlich machen. Verstehst du, was ich meine? Das kannst du ja irgendwann separat mit diesen Leuten machen. Verstehst du, was ich meine? Das ist das, weil dann aber gehst du... Aber nicht jeder nimmt aber auch Entschuldigung an und so. Zum Beispiel Manu hat gutes Herz und so. Also ich denke, ich weiß nicht, wenn Coach Frankie sich entschuldigen würde, würde er annehmen? Was denkst du? Niemals. Weil das ist dann wird der Manuel, das ist so... Das ist auch eine Sache, die kann ich nicht alleine annehmen. Das kann er nicht nur selber annehmen. Wenn ich jetzt sage, ja okay, komm, ist okay, dann was mit den anderen Schwarzen in Deutschland? Für die das vielleicht nicht okay ist. Hast du recht. So. Korrekt? Ja. Deswegen, ich habe auch gesagt, ich verzeih ihm das hier nicht und in der Nachwelt nicht. Und all den anderen Leuten mit Schokobon und dies und was sie alle schreiben, in der Welt und in der Nachwelt, ich werde ihn das nicht allein machen. Ich habe das gesagt und darauf bleibe ich. Verletzt sich das wirklich eigentlich, wenn die so schreiben? Natürlich, Bruderherz, natürlich. Wie ist das, wenn jemand zu dir kommt und deine Herkunft hingeht? Wie wir das Video... Aber darf ich kurz reinsprechen? Wenn jemand kommt und was gegen Albaner sagt, die Albaner gehen in deine Mutter. Ja, das sowieso. So. Aber ich will dir nur halt den Standpunkt erklären, dass ihn das trifft. Ja. Verstehst du? Weil und bei ihm ist nicht eine Sache, die gehen nicht auf sein Land, sondern die gehen auf Dings, auf Ethnie. Auf, die, das genau. Ist noch eine größere Sache. Das ist eine größere Sache. Verstehst du, was ich meine? So. Und ich glaube, wenn. Ich dachte, vielleicht verzeiht er trotzdem. Niemals im Leben. Dann niemals. Dann, guck mal, ich sag dir, was der Punkt ist. Wenn Manuel verzeiht, dann wird die ganze schwarze Community sagen, du bist ein Verräter. Was heißt du so ein? Dann geht ist nicht. Manuel der Volksverräter. Geht stimmt nicht. Oder stimmt nicht? Nicht? Guck mal, das ist aber nicht mal das Problem. Wenn ich mit jemandem Kerl machen will, mache ich mit dem Kerl. Ja. Okay? Egal, was irgendwer anders sagt. Aber in dieser Sache spezifisch kenne ich kein Pardon. Ich schwöre, ich mach keine Verhandlung mit Terroristen. Ich schwöre auf meine Mutter, ich bin wie George Bush in der Sache. Wallah. Keine Verhandlung mit Terroristen. Ich schwöre bei Gott. Den mache ich das hier und später nicht halal. Da können die Leute jetzt drüber lachen und sagen, können die jetzt drüber lachen? Aber es wird der Tag kommen, ne?
Da werde ich gefragt werden. Alle zu Allah zurückgehen. Da werden wir alle hingehen. Und dann werden die sagen, machst du ihm das Halal? Und ich sage, bei deinem Namen niemals. 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 Du hast ja auch Punkte in deinem Leben, wo ein Mensch dich mies verletzt hat. Würdest du den jetzt auch Halal machen? Nein. Wo du dich mies getroffen hat? Nein. Irgendwo was ganz, bei ganz... Bei manchen nicht. Siehst du? Bei manchen nicht. So. Wie soll er das machen? Ja, was bei ist? Ihm ist nicht eine Sache. Guck mal, Coach Frankie ist derjenige, der das im Stream gesagt hat. Ja. Aber bei ihm ist das ganze Chat so. Ich war mal bei dir live und so, ne? Kannst du Chat? Ja. Ich kam nicht klar, ne? Ich dachte mir, okay. So. Ja. Und wenn der Mann liebt dich, die wollen dich nur ärgern. Mhm. Oder die hassen aber das, nicht, ist, aber das ist kein Ärger mehr. Das ist kein Ärger mehr. Du sitzt ja auch gerade hier und du redest gerade und sagst, du warst bei ihm im Chat, du hast das nicht mehr lustig gefunden. Wie soll er es finden? So. Wie viel Geld hast du jetzt eigentlich verloren, seit du aus TikTok raus bist? Jetzt ehrlich, wie viel hast du monatlich verdient? Man kann so sagen. In deine Primetime. In Primetime, wie viel hast du verdient im Monat? Der Finanzamt guckt zu, Jana. Primetime bin ich dir ehrlich. Und wenn du das nur sagen möchtest, nicht, dass er irgendwelche Dings hat für dich, Nachfolge hat oder sonst gut, irgendetwas. Alles gut. So. In Primetime hat man gut verdient. Man hat sehr gut verdient. Also es gab Zeiten, aber du musst so überlegen, 70% geht da auch an TikTok und so, ne? Okay. 50% wieder in Deutschland. Also natürlich habe ich gut verdient. Ich habe gut verdient. Okay. Aber, ich sag mal im Monat so, was mir übrig geblieben ist, ne? Ja. 20.000? 20.000 im Monat. Und du hast das, deine Primetime ging ein Jahr? Ja, ein Jahr. Kann man sagen. Also ich war immer noch im Prime, hätten die mich nicht gesperrt. Ich kenne keine Gnade, ne? Da bin ich wirklich. Also hättest du immer noch, ja, du wirst immer noch stattfinden auf aber TikTok. Weißt du warum? Weil ich hatte mein Bad nicht gemacht und ich hatte trotzdem Scheiße gebaut. Aber jetzt wegen meinem Bad, Wallah, ich respektiere mein Bad. Geht nicht. Wallah, geht nicht. Ich kann nicht die gleiche Sachen machen, die ich gemacht habe. Also du hast davon komplett abgewendet von das, was du vorher gemacht hast. Ja. Aber du meinst das auch ernst? Ja. Jetzt will ich mit einer Karriere anfangen, so, mit Boxen und so. Also willst du komplett durchziehen? Ja, ja. Also hast du auch, demnächst hast du einen Kampf? Ja, ja. Gegen wen kämpfst du? Ich bin dir ehrlich, ich wollte einmal gegen Arrogante Potte. Mhm. Ne? Ich wollte auch gegen Yasser, aber aus Respekt zu Arafat geht nicht. Außer Arafat redet mit seinem Bruder und sagt, ja, ich will gegen, also freundschaftlich natürlich. Bruder, guck mal, ich küsse dein Herz. Wenn du Arafat respektierst, ne, dann musst du auch seinen Bruder respektieren. Ja, ne? Das ist nicht gleichgültig. Korrekt, ist korrekt. Das ist nicht gleichgültig. Ja, ne? Ja, aber ja, ne? Ein Kampf zum Beispiel. Verstehst du, ja, ne? Wenn ich jetzt komme und sag zu dir, Barello, ich respektiere dich. Barello mag Yasser überhaupt nicht. Ich habe auch so ein Video mit Barello gedreht, eine Runde Frankfurt. Ich habe es noch nicht gepostet, weil andere Videos erst drangekommen sind. Ich sag euch ehrlich, da hat er ganz viele Sachen ausgepackt, ne? Und ihr kennt mich, was Fragen angeht, ich stelle sie. Und ich habe auch viele Fragen von der Community, von euch genommen und sie ihm gestellt. Viele von euch erinnern sich nicht, aber viele haben mir auf Insta Nachrichten Fragen reingeknallt, die ich ihm gestellt habe. Und er hat alles offen beantwortet. Und ich kann nur sagen, er hasst Yasser. Er hasst ihn. Aber dein Bruder nicht. Das geht nicht. Verstehst du, was ich meine? Entweder respektierst du alle, haben alle den gleichen Wert in deinem Herzen, oder du sagst, ich habe gar keinen Wert bei mir und ich will gegen den boxen. Dann legst du aber vieles zur Seite. Verstehst du, was ich meine? Dieses... Also, lass den weg. Er ist älter, Bruder. Ist älter als du. Natürlich ist er älter, aber so. Ich meine so freundschaftlich, wo beide verdienen können. Also er könnte auch gehen. Nein, der ist älter. Du kannst keinen älteren. Geht nicht. Der geht auch so. Wo ist er? Auf TikTok. Macht sein Ding ein bisschen. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, schon. Der, so, ist auch Familienvater ist wahrscheinlich, auch, ne? Familien, ja, schon. Ja, nein, dann lass, Bruder. Hype, nein. Auch das mit Kürtibo, dass du damals auch gekämpft hast, für dich hätte ich auch nicht gemacht. Ich hätte gesagt, guck mal, lass uns lieber so bleiben, aber lass uns nicht gegeneinander kämpfen. Hätte ich damals, wenn du mich gefragt hättest, also wenn ich dir das sagen würde, hätte ich dir das gleich auch gesagt. Ja, aber... Oder nicht? Ja. Such Leute, wo du weißt, ey... Ich hab ihn nicht er profitiert getan. Von mir, ich profitiere von ihm. Aber ich hab ihm einen Gefallen getan, er hat Geld gemacht, oder nicht? Bruder, ein Gefallen... Das ist doch so. Auf Arabisch sagt man Matrabahschmiele. Mach keine Rechnung auf jetzt. Mach keine Rechnung, halt keine Rechnung von etwas, wenn du was gemacht hast vom Herzen. Ja, schon. Verstehst du, was ich meine? So, du hast letztes Mal, bei der letzten Kampf habe ich eine sehr schöne, das wollte ich dir sagen, du hast Montana Black rausgefordert. Da habe ich gesagt, das ist Kampf. Wow. Ja, aber er wird mich niemals annehmen. Ja. Also genau, wenn du Bushido rausforderst, das würde ich niemals machen, weil das ist kein Kampf. Aber, das ist einfach kein Kampf, Bruder. So, das kann ich nicht. Soll ich etwas sagen? Wie bitte? Das wäre ich auch bei mir. Das Nein. Mit Montana? Ja, oder denkst du nicht? Ich weiß nicht, was für eine Statur hat er. Ich hab den noch nie gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen jetzt. Hat er was mit Boxen zu tun, Montana? Nein. Montana Black hat gesagt, du bist nicht in meiner Liga, dass du mit mir boxen kannst. Die Frage war auch in meinem Video. Und Barello war ganz ehrlich und hat gesagt, er hat recht, ich bin nicht in seiner Liga, um mit ihm zu kämpfen. Das hat nichts zu tun, aber er ist ein krasser Streamer. Also wenn ich sage,
wenn ich sage, ich mache das, weil ich ihn hasse, ist Lüge. Hm. Also ich sage nicht so, dass ich ihn hasse. Hm. Aber er hat auch gute Reichweite, warum nicht? Ja. Das ist geil, das ist geil. Das ist ein geiler Kampf. Aber du sagst Bushido gegen Manuel. Das Manuel Bushido. Bruder, dieser Mann hat noch nie in seinem Leben eine Sache für sich selber geklärt. Abu Ahmed hat jegliche Sachen für ihn geklärt. Bruder, welcher Mann, ich küsse doch dein Herz, Barello. Ich küsse doch dein Herz, Barello. Welcher Mann geht da hin, ne, und fordert ihn raus, wenn er weiß, ne, seine Legacy zurück, wer für ihn seine ganzen Sachen in der Öffentlichkeit im Hintergrund geklärt hat. Ich küsse doch dein Herz. Der ist Familienvater, dafür haben wir Respekt. Verstehst du, was ich meine? Wir wollen auch nichts Falsches sagen, aber Bruder, Manuel ist ein Mensch, der hat seine Probleme selber geklärt. Ein böser Mann hat seine Probleme selber geklärt. Deswegen haben die aufeinander getroffen und danach haben sie sich das beigelegt. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Du sagst zum Beispiel, er ist Familienvater. Manuel ist auch Familienvater. Ja. Zeigen die da keinen Respekt? Bruder, da war eine ganz andere Sache. Verstehst du, was ich meine? Böse Mann und so. Aber das wurde auch aus der Welt geschafft. Verstehst du? Aber, Bruder, da ein Bushido herausfordern. Bruder, Bismarck und ich hatten ein Problem. Ne? Ich hab's ihm gesagt, komm, der ist gekommen, wir sind reingegangen, wir haben uns geknallt. Ja. Ne? Und das war's. So. Ja. Und das war's. Verstehst du, was ich meine? Verloren, verloren. Ist nicht schlimm. Du kannst doch nicht jeden Kampf gewinnen. Kannst du auch mit Bushido so klären, oder nicht? Aber Bushido ist kein... Bösemann ist ein 110 Kilo Klotz von Street. Ob man ihn mag oder ob man ihn nicht mag. Weißt du, ich meine? Ob man ihn jetzt gut findet oder nicht gut findet. Ja. Aber er ist Street, Bruder. So. Komm, wir klären. Wenn der eine vom Kopf kriegt, dann nimmt er die und das ist okay. Wenn Bushido einen vom Kopf kriegt, der stirbt. Aber wenn man ihn... Das doch rein verlassen, dann nicht. Ja. Man kann nie wissen. Unterschätzt Leute nicht. Ja. Unterschätzt den Hund nicht. Sag mal, Bruder, nein, nicht beleidigen, nicht beleidigen. So, sag nicht Hund, nachher wird der Hund sauer, auf jeden Fall. So. Der kann auch nicht, guck mal, Bushido soll nichts zu tun, der kann auch nicht ohne mich. Guck mal. Der kann auch nicht ohne mich. Guck mal, die Leute, der sagt immer, ja, Manuel und so, der interessiert mich gar nicht, der findet in meinem Kosmos gar nicht statt, der weiß aber komischerweise alles über mich. Ja, der alles. Weiß, was das Schöne ist? Sorry, das ist so. Der kennt auch deinen Bauchumfang. Ja. Der weiß alles über mich? Der sagt, Manuel interessiert mich nicht, aber kennt seinen Bauchumfang. So. Ich bin dir ehrlich, also Manuel so, in Deutschland, jeder will ihn stalken, auch wenn man ihm nicht folgt. Aber warum? Warum? Was hab ich den Leuten getan? Ja, du bist interessant halt, ne? Ja, was wollen die von mir? Ich weiß selber nicht. Wallah, ich weiß nicht, was von mir. Ich bin der liebste Mensch der Welt, ich tue keinem Menschen was. Ja, Wallah. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Du warst jetzt hier das Öftere, du hast ja selber. Was sagst du? Was ist deine Meinung dazu? Erzähl mal, rede offen, du Janne. Also, was ist deine Meinung über Manuel? Ist der so, wie der im Internet ist, oder du hast ja viele Leute kennengelernt? Also, ich bin dir ehrlich. Ja. Bei Manu und so, wenn man ihn aggressiv macht und so, ne, weil viele Leute, ich sehe auch die Kommentare, ach, Manu, wird wieder nichts passieren. Wenn Manu auf 180 ist und man steht vor ihm, dann denke ich, ja, ich würde kassieren auf jeden Fall. Also, wie ich ihn auf 180 früher gemacht habe. Ja. Und ich würde vor ihm stehen und so, ne, ich würde mich nicht trauen. Aber man weiß schon, nach zwei, drei Wochen und so, der hat weiches Herz. Du hast das durchschaut, weil er ein großes Herz hat, ja. Weil du weißt ganz genau. Und er sagt wieder, okay, ich verzeih dir und so. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht hier sagt er, ich verzeih Coach Frank nicht. Deswegen habe ich gesagt, nein, nein, warte mal, guck mal, die Sachen, die du gemacht hast, das ist eine Sache. Das ist das Internet, okay? Ja. Du hast es einfach genau bis zur Grenze immer getrieben, wo ich mir gedacht habe, dieser Wichser, warum macht er das? Ich bin gegangen, ich habe mit Leuten von dir geredet. Ich habe gesagt, bitte bring den zur Vernunft. Ich meine, ich will mich nicht streiten mit ihm, ich möchte auch nichts von ihm. Ich habe immer gesagt, er soll sein Ding machen, der macht gerade Kohle, soll er machen. Ich sage, nein, ne? Aber sag ihm bitte, er soll mich in Ruhe lassen. Was will er von mir? So, ich hab Leute von dir gefragt, bitte sag ihm, er soll mich in Ruhe lassen, bitte. So. Ne? Aber bei Coach Frankie, ich gehe nicht mit seinen Leuten reden und sag dem bitte, soll mich in Ruhe lassen. Das sind aber seine Leute. Hat er Leute? Ja, es gibt so ein paar Querverbindungen, wo man auf jeden Fall irgendwie sprechen könnte. Weißt du, was ich meine? Will ich aber gar nicht. Keiner von denen soll mich anrufen, ich werde auch keinen von denen anrufen. Der soll so weitermachen, weil ich weiß ganz genau, Gott ist der Größte. Meine Frage, wenn mir jemand auf den Sack geht und ich ihn treffe und er dann da steht, dann sag ich, okay, guck mal, Hab ich dir was getan? Hab ich dir was weggenommen? Hab ich dir, unwissend, dass ich das vielleicht nicht weiß, ich weiß nicht, hab ich dir irgendetwas getan? Weil wenn das ist, dann sag mir das, dann entschuldige ich mich. Ja, nein, Bruder, hast du nicht. Ich meine, hab ich nicht, okay. Hab ich irgendjemanden von dir beleidigt, der dir nahe steht, irgendwas? Hab ich dir irgendwas kaputt gemacht, wie ich nicht weiß? Ja, nein, Bruder, hast du nicht. Okay, tamam, du deine Mutter, warum gehst du mir mit dem auf den Sack? Ja, drei Backpfeifen. Patsch, patsch, patsch. Ich will Teufel erreichen, ich will Gesprächsthema, ich will Blatt. Bruder, Entschuldigung, ich weiß nicht. Bruder, das ist schon zweimal vor. Bruder, aus dem, ich will jetzt keine Städte nennen, ne? Aber Bruder, aus dem Let, wenn ich dir sage, wirklich, ne? Der letzte Kackvogel mit 29 Followern, also 29 Follower, kennst du diese Accounts? Yeah. 29 Follower, geht ins Internet und redet sehr abwertend. Und er war aus dem letzten Loch in Deutschland. Also wirklich, den letzten Loch Dorf. In der letzten Hecke in Passau. Das letzte Dorf. So. Und ich bin aus Zufall darauf gekommen. Ich so, was labert der denn? Und der beleidigt richtig. Mutter, Vater, Hauptfarbe, dies, das. Ich denke mir, was ist das denn für einer?
So, aber ich gucke wirklich so 29, 30 Follower, irgendwie sowas. So, wer ist das? Und ich bin ja besessen. Ich gucke dann so, ich gucke seine Freundesliste. Ich so, ha. In seiner Freundesliste habe ich ein paar Nachnamen gelesen, die wir kennen. Ja, okay. Habe ich ihn angeschrieben? Ne, Jihad hat ihn angeschrieben, hat gesagt, Salam alaikum. Guck mal, so und so ist das. Der hat so und so gemacht. Kennst du den? Wollte ich kennen. Bruder, Viertelstunde später, Telefon. FaceTime. Wer sitzt daneben? So, in der Mitte. Ja, ja. Rechts und links, Shabab, der in der Mitte. Eich, was los? Nix. Ich meine so, dann diese Fragen, die ich gerade gesagt habe, habe ich was gemacht? Habe ich dies? Habe ich das? Nein, okay, du. Warum dann? Und dann die Jungs daneben gucken, und die gucken und so. Ich meine so, okay, guck mal, aus Respekt vor den Jungs, die neben dir sind, ne, die auf unserem Kopf sind, ne, Bruder, geh einfach deinen Weg, aber mach so eine Scheiße nicht. Ja, ich frage mich auch, warum die immer ihn provozieren. Ich glaube, den Leuten macht es Spaß, einfach Manuelsen aggressiv zu sehen, Digga. Es ist schon, guck mal, egal wie schlimm das klingt, ja, so schlimm es auch ist, es ist irgendwie unterhaltsam, wenn dieser Typ aggressiv ist. Also, um Gottes Willen, ihn nicht so, man sollte keinen Menschen aggressiv machen. Aber in der Öffentlichkeit ist er so irgendwie damit bekannt geworden, wenn er aggressiv wird, dass er anders unterhaltsam ist. Wie er beleidigt. Du, das ist diese echte Wut, Bruder. Und das hat er, weißt du? Mach das nicht. Ja, okay, Abi, tut mir leid, Abi. Jihad Amjad. Manuel Abi. Dankeschön. Dann lässt man den gehen, dann ist das Thema für mich auch zu. Ja, aber man merkt aber, dass du dir viel Kopf machst wegen irgendwelchen Leute, die man nicht mal kennt. Weil, okay, wenn einer Reichweite hat und so, kann man verstehen, aber bei dir... Ey, diese Streitereien mit Engelsgesicht und Manuelsen, oh mein Gott, das waren die schlimmsten. Du nimmst auch die anderen Sachen, die Leute mit 29. Oder aber, Follower, ja. Aber es geht, ich bin kein Typ, es geht mir nicht um die Follower. Sollen 29 oder 29 Millionen sein? Es geht um die Intention. Warum machst du das? Und ich bin mir sehr sicher, viele Leute, die wir so haben, wir haben auch jetzt letztens vor ein paar Wochen, dank unseren tschetschenischen Brüdern in Bielefeld, ne, die ich an der Stelle grüße, genau das gleiche Situation. Haben die mir den gebracht und ich habe gesagt, so, ich meine so, warum machst du das? Und ich bin mir aber sehr sicher, dass diese beiden, die wir so erwischt haben, von vielen, dass sie das jetzt aber nicht mehr machen. Und dass sie, wenn sie ihren Kollegen da reden, ey, ich habe einen Mann, der ist korrekt, weil ich habe auch wirklich nichts gemacht. Ich bin auch wirklich gerecht mit der Sache umgegangen. Ja. Ich bin ja keiner, der sagt, nein, schlag den kaputt jetzt. So. Aber bei dir ist auch eine Sache, egal aus welcher Stadt einer irgendwas schreibt oder irgendwas sagt, du bist eigentlich in jede Stadt mit Leuten vernetzt. Ja, Bruder, ich bin, in Hamburg. Bruder, ich bin seit 25 Jahren unterwegs, Bruder. Ich hab nicht in meinem Kinderzimmer gesessen und World of Warcraft gespielt. Oder so wie der ein oder andere. Oder ich saß nicht immer nur zu Hause im Studio, Bruder. Ich habe mich wirklich bewegt, Bruder. Bewegt. Draußen. Leute getroffen, Freundschaften gepflegt, Respekt gegeben, Respekt zurückbekommen. Wir haben uns bewegt, Bruder. Wir waren draußen, Bruder. Weißt du, ich meine? Und dann lernst du den einen oder anderen kennen. Genauso wie wenn einer von außerhalb anruft, hier bei uns, und sagt, ey, guck mal, so und so ist das. Ne? Wir tun auch alles dafür, diesem Bruder einen Gefallen zu tun. So läuft ein System, Bruder. Das ist das System, Bruder. So läuft das doch. Ist doch nichts. Muss ja auch nicht immer kriminell sein. Guck mal, du zum Beispiel, wenn du jetzt in Hannover bist und anrufst und sagst, ey, guck mal, bei euch da in Oberhausen so und so. Der hat mir Unrecht getan, der hat mich so. Und wir kennen den, dann rufen wir den an und sagen so, ey, guck mal, mach das man nicht. Kennt sich, man weißt ist du, das denn und da kann man das nicht. Sind alle keine Fremden. Also man kann immer einen Tisch machen. 100%, ja. Weißt du, deswegen, aber dass das so funktioniert, das muss gepflegt werden, weißt du, ich meine? Konntest du das auch nicht zum Beispiel mit Coach Frankie so klären? Durch Leuten einfach, dass er... Das ist, siehst du, was dabei rausgekommen ist? Wo er sagt, das war KI. Siehst du, was da rausgekommen ist? Ich war doch bei ihm. Ich war 10 Meter von ihm entfernt, 20 Meter. Er hätte auch runterkommen können, ne? Mhm. Guck mal, er hätte runterkommen können, wie er will. Ja. Also, auf Agro hätte er kommen können, kein Problem. Auf Red hätte er kommen können, auch kein Problem. Er hätte auch sagen können, ey, guck mal, ich habe da ein bisschen über die Stränge geschlagen, tut mir leid. So, was hätte ich gemacht? Hätte ich gesagt, nein, komm, wir schlagen den kaputt jetzt? Nein. Ich hätte ihm gesagt, was habe ich dir getan, dass du so machst? Was habe ich dir getan? Dann hätte ich ihn darauf aufgeklärt, dass es falsch ist. Es ist falsch, was du machst. So, ich bin sehr menschlich, Bruder, sehr menschlich. Ich hätte ihm gesagt, es ist falsch, was du machst. Aber er hat es bis zu dem Punkt getrieben, wo ich für mich zugemacht habe und gesagt habe, mit diesem Menschen gibt es kein Rell. Ob der will oder nicht. Wenn er morgen kommt und sagt, bitte, ich gebe Red, Bruder, wie Cäsar, so, nein, mit dir nicht. Mit allen, ja, mit dir nicht. Mhm. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen, Barillo? Ich denke, dass das auch reicht, Alter. Boah, ich bin hier seit einer Stunde, Habibis. Ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support.
Oh, das war geil. Das war eine geile Unterhaltung, Digga. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Es hat euch unterhalten. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ballert nochmal ein paar Kommentare rein, ja?